Und damit herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 3, wo wir immer noch im Keller des Theaters sind und wir beim letzten Mal den Tresor geknackt haben und daraus einen Sicherheitsausweis sowie ein kristallüberzogenes Artefakt gefunden haben. Ich würde mir das gerne mal angucken. Das seltsam geformte Artefakt war mit blauen Kristallen verziert. Ganz genau. So, dann haben wir vorne noch die Sicherheitskarte. Es war eine Keycard für ein Sicherheitsschloss. Genau, mit dieser Karte gilt es ja jetzt, hier einmal durchgehen, gilt es ja jetzt hier vorne diese, Nico, ach so, gilt es jetzt diese große Tür zu öffnen, wo dieser verschmorte Kerl vorliegt. Schmorfleisch. Lecker. Oh, FPS-Einbrüche. Nico. Hallo FPS. Danke. So. Hey Nico, ein Fahrstuhl. Ich würde sagen, da gehen wir einfach mal hinterher, wa? Mal gucken. Wir haben die Wahl zwischen abwärts oder abwärts. Du hast mir gefehlt, weißt du das? Du mir auch. So, das wäre geklärt. Gehen wir. Also einmal abwärts. So, jetzt sind wir hier unten. Und daher ich nicht weiß, was gleich passiert, speichere ich einfach. Okay. Hä, warum sieht denn das so? Das sieht so komisch aus, als ob das gar kein richtiger Fahrstuhl wäre, sondern einfach bloß dieses Fahrstuhlgehäuse ohne wirklichen Fahrstuhlschacht. Okay, Nico kommt immer schön hinterher. Hier vorne geht es weiter. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein, alles klar. Ach stimmt, ich weiß, was gleich passiert. Aber zuerst müssen wir erstmal diesen langen Gang hier lang gehen. Und du musst dich mal reinziehen, das ist alles unter Paris. Sieh dir das an. Was ist das? Irgendein Symbol in den Stein gemeißelt. Das wurde wahrscheinlich beim Graben dieses Tunnels gefunden. Es sieht aus wie ein gespaltener Blitz. Was das wohl bedeutet? Keine Ahnung. Oh, guck mal, was da hinten Schönes. Oder können wir los? Der Stein sah schwer aus. Den würde ich bestimmt nicht aufheben. Alles klar. Guck mal, was da hinten Schönes rumsteht. Ach du Scheiße. Mein Gott, Bruno hatte recht. Oh, George, es ist wunderschön. Wer kann so etwas erschaffen haben? Noch wichtiger, wozu dient es? Eine Brücke führt in die Mitte. Sehen wir nach. Okay, dann lass uns das tun, aber ich wette, wir werden dort nicht heil rauskommen. Es war ein Fahrstuhl, wie man sie auf Baustellen findet. Die Fahrstuhlkabine war unten. Okay. Auf die Taste zu drücken bewirkte nichts. Der Fahrstuhl war unten und die Tür stand offen. Okay. Ob das hier alles so sicher gebaut ist, da bin ich mir aber auch nicht so sicher. Da würde der TÜV bestimmt was zu mängeln haben. Ey, wie krass das aussieht. George, sieh mal. Es ist eine Art Säule aus Energie. Drachenkraft? Sieh mal hinein. Sieht aus wie eine Art Stein. Wahnsinn. Seit Jahrtausenden in Position gehalten. Was zum Teufel? Hast du das gesehen, Nico? Ja, aber ich kann es nicht glauben. Verrückt. Es mag dich, George. Ja, mich mag es. Gut, können wir das nicht vielleicht einfach so nehmen? Ja. George, was ist passiert? Eben war es noch ganz fest. Ich weiß nicht, es ist seltsam. Was hast du rausgenommen? Es sieht aus wie ein flacher Stein mit einer Art Omega-Zeichen drauf. Was macht ein Stein in einer rätselhaften Energiesäule? Und warum konnte ich ihn nicht nehmen? Keine Ahnung. Charisma? Pass auf, Freundchen. Alles klar. Die Energie summte noch. Nico? Ja? Was das hier wohl sein soll?
Ich habe keine Ahnung. Ein Geistertelefon vielleicht. Willst du mit Elvis sprechen? Sag ihm, ich ruf später an. Dieses Ding vibriert. Fühlt sich toll an. Vielleicht ist es ein antikes Massagegerät? Kann ich dieses Ding vielleicht hier einsetzen? Wo ist es denn hier? Das würde hier nicht gehen. Okay, aber woher weißt du das denn? Du hast das noch nie ausprobiert. Ich glaube... Ach, da unten ist der Fahrstuhl, alles klar. Ich glaube aber, wir sind hier fertig. Oh. Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig vor Angst. Es ist nur ein Mann. Warum rennen sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Susaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Soll ich jetzt hochgehen oder soll ich jetzt nicht hochgehen? Ich speichere gerade. Ich kann nicht speichern, super. Soll ich oder soll ich nicht? Na gut. Petra, da sind sie. Töte sie. Sie hat immer noch keine Kugeln. Schnell, George, hierher. Na, lauf. Das wird mir ein Vergnügen sein. Warten Sie, wir können drüber reden. Zu spät. Halt! Hey, so langsam war ich doch gar nicht. Was zum Teufel war das? Was ist los? Die sind ganz wahnsinnig. Darf ich das überspringen? Nein, darf ich nicht. Na super. Es ist nur ein Mann. Warum rennen sie davon? George, schnell! Jemand kommt im Fahrstuhl herauf. Oh nein, es ist Susaro. Und er hat seine Freundin dabei. Nico, wir kommen nicht rechtzeitig am Fahrstuhl vorbei. Such dir ein Versteck. Was macht er hier? Wie ist er an all den Posten vorbeigekommen? Die Männer sind schwach. Sie verstehen nicht, was auf dem Spiel steht. Warte einen Augenblick hier. Wir werden ja sehen, was nun passiert. Ich hange mich trotzdem mal vorsichtshalber hier rüber. Ach, muss ich jetzt auch noch wieder laufen? Darin bin ich doch so schlecht. Petra, da sind sie. Töte sie. Schnell, George, hierher. Lauf. Sie kommt. Schnell, George! Nicht schnell genug, du blonde Psychopathin. Verdammt! Geschafft. Ich halte die Türen auf, damit der Fahrstuhl nicht runterfährt. Such etwas, das wir in die Türen klemmen können. Hast du vielleicht was für mich? Er hatte nichts bei sich. Jemand hatte ihn bereits durchsucht. Okay. Das war nicht ganz richtig. Okay, was habe ich denn noch Schönes dabei? Vielleicht eine Stange? So kam ich hier nicht weiter. Das war nicht ganz richtig. Das Ding? Das würde ich auf keinen Fall tun. Ich wusste, dass Harry nichts gegen diese Verwendung seines Flaschenöffners hätte. Okay, Nico, du kannst jetzt loslassen. Gute Idee.
Jetzt sind die armen Spackos da für alle Zeit. Wie kommen die da jetzt wieder raus? Frame-Einbrüche. Ich speichere gerade einfach mal. Zack. Super, aber was machen wir jetzt? Wir haben dieses Ding. Aber was nun? Kommen wir jetzt vielleicht hier vorne rein? Die Tür war abgeschlossen. Er wollte niemanden hereinlassen. Alles klar. Gab's hier vorne sonst noch was? Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Okay. Was ist eigentlich mit Flap? Und wer war dieser komische Priester-Kurten-Typ da unten? Warum hat vor dem jeder Angst? Ich bin verwirrt. Hey Baby, ist es gerade so dunkel hier? Wollen wir nicht viel... Nein, lass mich! Nein! Nein! Na gut. Alles klar, wenn du nicht willst, wenn du Migräne... Ja, jetzt kommst du wieder nachgelaufen, ne? Ist klar, du... Dumme Schlampe. Wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Wollen wir jetzt einfach nach Hause gehen? Ich hätte da irgendwie Lust drauf. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Hebel wäre. Hä? Ach, der Fahrstuhl ist oben. Sag mir das doch. Hä? Ey, diese Steuerung, ne? Ja, steh mir nicht im Weg, Mädchen. So. Und aufwärts. Oh, Flap ist weg. Das ist ja blöd, wa? Wollen wir dann nach Hause gehen? Ich hätte irgendwie das Bedürfnis. George, wo willst du hin? Wir müssen hier raus. Vertrau mir, Nico. Hier lang ist es sicherer und ein Freund von mir wartet draußen. Alles klar. Wohin war Bruno nur verschwunden? Monsieur Stobart? Ja, richtig. Verzeihen Sie, Monsieur, aber ich muss Ihnen den Schlüssel abnehmen. George! Schnell, Mademoiselle! Wir müssen ihn in Sicherheit bringen! Sie haben ihn aufbekommen. Haben Sie etwa? Sie haben alles mitgenommen. Höchst bedauerlich. Jetzt müssen wir ihn zurückholen. Wie soll ich Sie finden? Keine Sorge. Ich weiß, wohin Sie jetzt gehen. Was ist mit dem Theater? Unwichtig. Unsere Arbeit hier ist beendet. Dieser Stobart, er hat Kräfte. Ich weiß. Es ist... beunruhigend. Dennoch, kein Problem. Töte sie für mich, Petra. Alle beide. Mit Vergnügen. Die böse, böse Petra. Er kommt zu sich. Woran siehst du das? Bitte, André, keine Witze. Es war ein großer Schock. Den habe ich auch gehabt, als sie ihn hergebracht haben. Langsam, George. Mir ist das... Hätte mich jemand an die Steckdose angeschlossen. Sie sind ein wahres Glückskind, George. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Das ist meistens so. Sag mir zuerst die guten. Während du angegriffen wurdest, konntest du etwas stehlen. Und die schlechte Nachricht? Dein Angreifer hat das Kristallartefakt gestohlen und ist entkommen. Das ist aber nicht die einzige schlechte Nachricht, oder? Ach, sei nicht albern, George. André und ich sind nur gute Freunde. Sehr gute Freunde. Du änderst dich wohl nie. Du genauso wenig. André, hör auf damit. Als du hingefallen bist, hast du dies hier umklammert. Seltsam. Habt ihr die Zeichen entziffert? Sie sind uns ein Rätsel. Wir sollten zusammentragen, was wir wissen. Du hast recht, Nico. Bruno, wollen Sie die anderen aufklären? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sagen Sie ihnen alles, was Sie wissen. Ach so, natürlich, ja.
Wo soll ich anfangen? Erzählen Sie ihnen vom Drachenkult. Ach ja, Susaru hat den Drachenkult nach dem Tod des Großmeisters von Sanguignon gegründet. Er hat die versprengten Neo-Templer gesammelt und in seine eigene Organisation eingefügt. Klingt so, als sollte er ihnen dankbar sein und nicht versuchen, sie umzubringen. Er führt die Arbeit fort, die der Großmeister begann, und benutzt die sogenannte Drachenenergie für seine eigenen Zwecke. Bald erreicht diese Kraft ihren Höhepunkt. Sie fließt in Zyklen. Jeder dauert 12.000 Jahre. Der jetzige Zyklus erreicht nun seinen Höhepunkt. Susaru weiß, wo sich der Drachentempel befindet. Dieser beherbergt ein außergewöhnliches Gerät, mit dem sich der Energieschub dramatisch steigern lässt. Die Amilar-Sphäre. Was hast du entdeckt, André? Anscheinend bedient sich Susaru der Geheimnisse aus dem Voynich-Manuskript. Aber Vernon hatte es erst zum Teil entziffert, als er umgebracht wurde. Er fand jedenfalls heraus, dass der Schlüssel Salomos für Susarus Plan unverzichtbar ist. Was ist der Schlüssel Salomos? Das ist ein uraltes Buch, das die Weisheiten Salomos enthalten soll. Ah, das ist falsch. Es ist ein uraltes, mit Kristallen besetztes Gerät aus Stein. Oha. Dann war das Ding aus dem Safe der Schlüssel Salomos. Offenbar hat einer von Susarus Männern ihn zurückgeholt. Oder eine ganz andere Fraktion. Aber wer? Wer weiß. Diese Leute tauchen ungern in den Geschichtsbüchern auf. Wozu dient der Schlüssel Salomos? Wissen Sie noch, was ich Ihnen über den Drachentempel erzählt habe? Die wichtigste Kraftquelle. Dort steht eine Maschine. Man nennt sie Amilar-Sphäre. Sobald sie in Gang kommt, benutzt man den Schlüssel, um einen gewaltigen Schub Drachenkraft zu erzeugen. Wenn Susaru die Amilar-Sphäre zum Laufen gebracht hat, warum hat er den Schlüssel in einem Tresor in Paris versteckt, statt ihn zu benutzen? Weil man den Schlüssel zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt verwenden muss. Und diese Zeittür ist nur sehr klein. Sie meinen Zeitfenster. Fenster? Nicht Tür? Ich weiß, es ergibt wenig Sinn. Nun gut, dieses Fenster ist nur wenige Tage offen. Susaru wartet darauf, dass ich das Fenster öffne. Was denkst du, Nico? Ich denke über das Diagramm nach. Stellt es einen Schnittpunkt der Kraftlinien dar? Möglich, aber ich habe noch nie einen Schnittpunkt gesehen, der so aussah. Vielleicht hat Susaru so den Tempel ausfindig gemacht. Aber ja, Sie haben recht. Dieser Stein, den wir im Theater gefunden haben. Ja? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Mein lieber George, es ist das griechische Omega-Zeichen. Natürlich hast du es schon mal gesehen. Nein, ich meine in exakt diesem Stil. Natürlich, im Kongo. Richtig, in den Höhlen. Der Schlitz in der Wand. Genau. Wir haben zwar viele Indizien, aber noch helfen sie uns nicht weiter. Als einzige heiße Spur haben wir das Artefakt und die Höhle im Dschungel. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Richtig, der Kongo.